So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ah, wo haben wir denn die Polizei? Da. Polizeiwachen. Sehr schön. So, noch hier haben wir eine. Versteckt sich da so ein bisschen, ne? Das kriegen sie locker hin. Kein Problem. Das funktioniert. Also hier unten ist gut. Wo haben wir noch? Warte mal, da oben. Ja gut, das hier oben, das lief ja auch, ne? 29%. 29 ungeprüfte Strafsachen im letzten Jahr. Das läuft. Warum ist der hier so, ist der so hinterher? Frage über Fragen. Weiß ich nicht warum. Weil das Ding ist wesentlich größer wie das kleine Teil. Haben wir noch mehr Polizei hier irgendwo? Warte mal gucken. Ist noch mehr. Ich glaube, hier unten war noch was, ne? Da ist noch eine Polente. Polente? Die haben nichts zu tun hier. Tote Hose. Die haben noch was mittlere Geschichte. Hier oben ist noch eine. Haben wir die schon gesehen? Ach nee, das war's nicht. Das war. Da ist sie. Ach, die haben wir schon gesehen. Klar. Das läuft. Wieso zoomen wir ein bisschen raus? Da ist noch eine. Das müsste hier unten auch noch eine sein, ne? Ja. Da ist noch eine. Die haben natürlich auch nichts zu tun, die Jungs hier, ne? Also eine ungeprüfte Strafsache im letzten Jahr. Chance für Aufklärung 70%. 41%. Oh, leichte Kriminalität. Uiuiui. Das ist aber schlecht. Na gut. Aber es geht noch. So, was ist hier drüben? Haben wir hier eine... Hier haben wir keine Polente, ne? Hier ist nix. Hier werden nur Gäste nicht bedient. Das ist natürlich auch doof. Aber dafür... Das hatten wir schon gesehen, ne? Das läuft. Die fahren auch bestimmt bis hier runter, ne? Das stecken sie alles ab. Ich hoffe, die teilen sich ein bisschen selber auf, ne? Ich glaube, wir müssen den Hochspannungszaun ein bisschen höher drehen. Da muss mehr Strom durch. Das sind alles nichts. 90-90, das Ding ist voll. Da ist auch nicht mehr viel. Wir müssen gefängnismäßig was machen. Da muss auch noch was hingebaut werden. Wir brauchen mehr. Da oben ist noch eine Polizeiwache. Die ist bestimmt auch ausgelastet, ne? Nee, da ist mal nichts los. Na gut, Campingplatz. Was passiert denn da schon groß? Hier oben haben wir keine Polizei, sehe ich gerade. Weil die Jungs von hier unten da hochgurken, ne? Haben wir denn überhaupt Straftaten hier oben? Das können wir doch mal sehen. Warte mal, da gucken wir gleich mal, Sekunde. Da gucken wir jetzt mal. Jetzt, sofort. Wo war das noch? Da. Da oben sind 5. Leichte. Also hier oben ist echt was los, ne? Also hier, glaube ich, denke ich mal, Polizeiwache hier oben wäre auch nicht schlecht, ne? Hier noch eine Polizeiwache hinzubasteln, wäre, glaube ich, eine gute Sache. Alleine schon zu beruhigen. Ich glaube, das werden wir machen. Hier bauen wir noch eine Polizei hin, auf jeden Fall. Polente, Polizeiwache. Eine kleine langt doch auch aus, ne? Oder? 10, 20, 20, 40, da eine kleine langt doch, glaube ich, hier, ne? Nur sehen, wo sie hinpasst. Hier wäre schon cool. Also hier wäre schon echt nicht schlecht. Ne? Einfahrtsbereich hier oben, das wäre schon gar nicht mal so doof. Klappt aber nicht. So, eventuell hier oben. Hier würde hingehen, würde es klappen, aber da kriegen wir keine Straße hin. Das ist natürlich auch nicht so schön. Die kommt hier auf den Berg. Genau, die kommt hier einfach rum auf den Berg. So. So. Da oben auf dem Berg. Da. Da kommt sie hin. Wo? Da ist er. Noch eine Polizeiwache. Die können wir von mir aus auch gleich mal bauen. Ne? Das ist hier gleich fertig. So, und das auch gleich fertig machen mit hier. So. Hü. Wäre schon wieder dunkel, ne? Meine Güte, die Zeit läuft doch hier, doch.
So, sind noch keine Leute da, aber pass mal auf, Autos kriegen wir bestimmt mal schnell dahin, ne? Vielleicht sind die auch zu langsam, die Gurken. Mit 80, 100, boah, hier. Normal müssen wir die haben. 105. Naja gut, Motorleistung 19 kW. Das ist ja alter Freud. Da muss ein Donutstand gegenüber. Stimmt, richtig, der fehlt, glaube ich. Das ist immer das, was hier gefehlt hat, jedes Mal. Warte mal, der Laden. So, warte mal. Wasser, Abwasser ist vorhanden. Zeigt uns auch, doch, ich wollte gerade sagen, zeigt uns nicht an, zeigt uns doch an. Wärme ist da, das ist da, Wasser ist da. Alle Fahrzeuge nach Hause, okay. Gut, so. Die üben sich mit dem Kram zurecht. Elektrizitätsprobleme, schon wieder da oben. Wir brauchen, wie gesagt, mehr Parkplätze. Mein Gott. So, wie war das hier? Hier müssen wir noch mal gucken. Strafsachen, was haben wir denn sonst hier noch? Ach du großer Gott. Ach du Himmel. Ja, die sind leicht überladen. Hier muss noch mehr hin. Hier muss noch mehr, eine größere Polizeiwache hin. Warte mal, der Bürger ist zu niedrig. Pass mal auf, erstmal so. Was haben wir hier? Was Größeres. Wir brauchen was Großes hier. 18, 20. Wie groß ist denn das Teil? Passt da leider nicht hin. Passt hier leider nicht hin. Der vielleicht, der passt auch nicht hin. Ach, schade. Vor allem aus dem Dunkeln jetzt hier. Ne? Im Dunkeln was bauen ist natürlich noch schlimmer. Warte. War schon gar nicht schlecht, aber die kriegen die Straße nicht raus. Das ist ein negatives Ding, ne? Da würde das gehen. Kriegen wir die Straße da raus? Das ist die Frage. Ich boss jetzt einfach mal dahin. So. Mal schauen, ob wir da die Straße rauskriegen. Das war doch gar nicht mal so schlecht gerade. Warum ist es gerade jetzt nicht? Warte mal, nochmal. So. Passt doch. Straße rausnehmen. So wohl nehmen. Oh, das haben wir. Zack. Haben wir. Das machen wir auch nochmal fix in das Gebäude auch hier. So. Hü. Dauert noch ein Sekündchen. Wir haben aber irgendwo noch mehr Polizei gehabt, ne? Hier war doch irgendwo, wo war die andere? Ich glaube, hier drüben auf der anderen Seite. Da ist eine. Die ist natürlich auch ausgelastet, ne? Alter Freund, ist hier was los. Die haben richtig was zu tun, die Jungs hier. Also ich glaube, diese kleine Polizeiwache, die müssen wir eigentlich wegreißen, was richtig ordentliches dahin bauen. So die kleine Kartoffel, die taucht nichts. Die haben zu viel zu tun. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, sag mal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Polente hier oben auch. Vielleicht müssen wir echt die Sachen hier wegreißen, dass das weg ist. Damit die anderen das übernehmen, weil da sind noch ein paar Leute mehr, ne? 5 und 10, was haben wir hier? 20 und 40, die schaffen natürlich ein bisschen mehr weg. Aber ich weiß nicht, ob das untereinander aufgeteilt wird. Oder ob die das von sich aus sowieso mitkriegen. Das hier unten, das müssen wir mal sehen, dass wir das hier wegreißen, dass wir da was anderes hinbauen. Dass wir ein großes hinbauen. Ich glaube, das nützt nichts, ne? Die haben zu viel zu tun, die Jungs hier. Absolut. Warte mal, das machen wir mal. Jupp, alle Fahrzeuge verkaufen. Gebäude abreißen. So. Da brauchen wir kurz ein bisschen Luft. Ja, ich weiß. So, ein bisschen hier, ne? Ist nicht ganz so. So. Boah, wir sehen schon wieder nichts. Meine Güte.
So, das wegnehmen. Und die Straße auch nochmal wegnehmen. So, und die große Polizeistation. Wo ist sie jetzt hier? War sie das hier? Ja. So, da kommt sie hin. Soll ich mal einen Fußweg hier mit ran? Ja, speicher mal schnell. Das passt besser. So. Auch gleich mal bauen, ne? So. Vielleicht kommt sie das ein bisschen besser gleich. Wenn das denn fertig ist. Hoffentlich hast du die Akten mitgesprengt, Frankie. Ja, natürlich. Alles ist weg. Nicht? Alles ist weg. Sogar die Gefangenen, die im Keller waren. Auch die sind mit weg. Erstmal. So. Aber warte mal, wir müssen auch gleich mal Gerichtsgebäude gucken, ne? Ob die nicht ausgelastet sind. Ob wir das noch nicht hier. Da müssen wir auch mal schauen, ob da genug fehlendes Polizeimaterial. Also Polizeipersonal ist ein Material? Habe ich mir jetzt verlesen. Gott, wo ist denn das jetzt hier? Ach, das ist hier unten. Immer noch. Ja, ist gut. Das war schon klar, dass das hier ein bisschen, ne? Keine Sportarten. 43%. Kulturgenuss. 97%. Leute, 97%. Sport, 99%. Religiöse Teilnahme ist, ja, 7%. Die Zufriedenheit, das würde mich mal interessieren. Wo ist die Zufriedenheit nicht in Ordnung? Was haben wir hier? Elektronik. Besuch beim Arzt, Alkohol trinken und Sport. Elektronik und Sport. Kultur ist vorhanden. Kultur ist genug da. Aber die Zufriedenheit ist gering. Warum? Seid ihr nicht zufrieden, bitte? Hm? Das ist doch alles vorhanden. Prozent. Was haben wir hier? 50%? 52. 44. Das ist natürlich auch nicht dolle. Aber Kultur ist super hier. Das ist schon mal in Ordnung. Ne? Die wollen trotzdem Kultur haben. Aber warum? Was? Das ist doch wieder ein Gegensatz, oder nicht? Das ist doch wieder ein Gegensatz. Irgendwas ist doch wieder hier. Naja. Unzufriedene Kultur ist unzufrieden. So, was haben wir sonst noch? Kultur, Elektronik, Kirchenbesuche, Sport, Kirche, Elektronik. Sport ist doch vorhanden. Wir können doch Sport machen. Sag mal, da ist so Platz ohne Ende. Da ist aber kein Arzt da, der Sport machen will. Was war das hier? Was war mit dem Hallenbad? Pass mal auf, wir helfen mal beim Hallenbad mit. Da können die wenigstens schon mal schwimmen gehen, ne? Und zur Not können sie sich ja saufen, wenn es dran sein muss. Mein Gott. So, unsere Bewohner, die schwinden immer noch. Die werden immer noch weniger. So, Leute sind auf jeden Fall da, die würden das schon mal, das Wasser wird schon mal vorgeheizt hier, das geht schon mal los. So. Das wird jetzt langsam. Das wird jetzt langsam. So, ne, und die ersten Gäste vielleicht schon mal da auch, hier sind schon ein paar Leute, die drin rumschwimmen. Super. So. 100 Bürger konnten keine Kultur genießen. Okay. Sportart. Jetzt muss ich das jetzt bessern.
Kultur 65. So, was haben wir jetzt hier? 80% Zufriedenheit. Insgesamt. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Wir kommen wieder dahin. So langsam steigt das wieder hier bei uns. Alter, ach du Schande, ich sehe schon wieder. Ach, ich glaube, Fred sieht es auch schon wieder. Ich mache da gar nicht hingucken. Warte mal, was haben wir hier? Polente. Die sind überladen. Es geht noch, ne? Kriegen wir noch hin? Eine ungeprüfte Straßensache letztes Jahr. Vielleicht sind die echt zu klein, die drei Dinger. Vielleicht sind die echt zu mickrig. Ja gut, weil die ja so ein bisschen maulig sind, ne? So ein bisschen unzufrieden. 71%, aber so schlimm ist das doch gar nicht. 68. Noch ein Fußweg hinten drauf. Warte mal, war das beim Sport? Wo war das? Wo haben wir das gebaut? Da nicht. Weil hier, ach, hier vorne, ne? Hier noch ein Fußweg rausbauen. Ich glaube eher, das bringt nichts, ne? Nee, bringt nichts. Da kommen wir eh nicht hin. Die laufen da eh nicht hin. Wir können dann direkt einen Schluss machen zur Bushaltestelle. Vielleicht hilft das ja. So, so, wir hatten ein anderes Problem. Ich glaube, das hat der Fred schon gesehen. Warte mal. Stimmt, hier hinten raus. Da können wir auch noch Fußwege hinten rausbauen, damit die Wege noch kürzer werden für die Pflaumen hier. So. Kriegen wir das eventuell davon? Warte mal, so nicht. Ah, schade, schade, schade. Eventuell. So. Das haut hin. Das haut auch hin. Super. So, da nochmal ran. Von mir aus den auch noch. So. Da nochmal hin. Da nochmal rüber. Und eventuell. Das kriegen wir auch noch hin. Großartig. So, der Rest müsste. Das müsste klappen. Das müsste passen. So. Dann wird das noch gebaut. Das Schlimmste ist das größte Problem. Wir haben hier der Staugeschichte hier. Das ist wieder. Eine Hölle. Ach, hier oben ist auch noch Stau. Ach, du Himmel. Ach Gott. Stau. Wir haben Stau und stockender Verkehr und zwar hier. Fred, guck mal. Es läuft. Ich werde wahnsinnig. Ach, ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Was machen wir denn da? Wie kriegen wir das denn? Die haben das, glaube ich, rechts vor links geschichten, ne? Das ist der Berufsverkehr. Stimmt, das ist das Problem. Die wollen nämlich alle, die ganzen Ochsen, die wollen alle da reinfahren, glaube ich. Wenn wir hier eine Ampelschaltung hinbauen, bringt das was? Was haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins und drei ist Durchfahrt. Zwei und vier ist nicht Durchfahrt. Wir testen das mal. Ich weiß nicht, was das bringt hier. Warte mal, mach mal hier, zack. So, mal gucken, was er macht, was er sagt. Er fällt eh durch. Das ist dem Wurst. Leute, das ist euch Wurst oder was? Oder wie? Hier los. Okay, unsere Kreuzung ist ja auch nicht das Wahre. Jetzt weiß ich nicht, warum er da nicht runterfährt. Warum fährst du hier nicht los? Was ist das Problem? Was ist das für einer hier? Kleine Blockade. Ach, stimmt ja. Genau. Steuerung H.
Ja, das stimmt. Hätte ich mal so machen sollen. Na gut. Kann ich auch mal die Ampel sehen, vielleicht eventuell? Hatte ich kein Licht? Hatte ich keine Beleuchtung? Ampel ist hier nicht funktionsfähig oder was? Also wie? Hat die Dauer rot oder was ist los? Irgendwie läuft das mit der Ampel hier nicht. Das klappt nicht. Ach ja, klar. Das geht auch nicht, weil kein Strom da ist. Alter, ist doch nicht euer Ernst. Sehe ich jetzt gerade. Kein Strom. Oh, wie schön. Wo kriege ich denn jetzt Strom her? Hast du Strom? Nee, du hast auch keinen Strom. Wer hat denn Strom hier? Hast du vielleicht Strom? Eventuell? Hast du Strom? Vielleicht? Von da oben. Na, cool. Warte mal, irgendwie Strom. Wir müssen irgendwie Strom hier bekommen. Ah, Strom! Ist hier noch irgendwie ein kleiner Zippel, der hier irgendwo. Nee, kein Strom. Ach, da holen wir schon Strom für überall hin. Wo kommt das hin? Das geht da unten hin. Ich brauche Strom da oben. Ich brauche einen Verteiler. Mittelvolt. Was ist denn das hier? Hochspannungsschalter. Nee, das hier. Sowas. Kriege ich da so ein Teil hingebaut? Das geht sogar dahin. Ich glaube es jetzt nicht. Na gut, super. Egal. So, das kommt dahin. Müssen wir das irgendwie ein bisschen verbinseln. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Strom hier unten. Da brauchen wir eigentlich noch nicht mal. Na gut, okay. Nimm noch eine Kreuzung. Wäre eigentlich doof, ne? Das ist eigentlich voll für ein Eimer. Na gut. So, bau das mal fertig hier. Zack. Die Straße. Ach, vergiss die Straße. Und das Teil natürlich auch. Zack. Die Straße ist eigentlich auch Blödsinn, ne? Wenn das brennt, dann brennt das. Warte mal. Kabel. Leitung abbrechen. So. Das Teil muss da oben hin. Gott, das will wie sieht das denn aus? So, dahin und dann da rein. So, und das kommt hier unten runter. So. Und das verteilen wir mal hier hinten hin. Nee. So, zack. Dann bau das mal. So, hü. Strom ist vorhanden. Die Ampel leuchtet. Oh, ich glaub's jetzt nicht. So, die wollen an der abbiegen. Das ist natürlich das Doofe jetzt. Die kommen hier nicht weg. Da müssen wir die Ampelschaltung ein bisschen ändern, ne? Ich habe immer so das Gefühl, dass die grün haben und die rot haben, ne? Weil die kommen hier nicht weg. Warte mal, können wir das nicht regeln? Können wir das nicht so, das können wir doch so machen, oder nicht? Warte mal, wie machen wir das am besten? Pass mal auf. 2 hat grün. 3 hat... Wenn eins grün hat, dann fahren die eigentlich durch, ne? Die fahren ja eigentlich, die wollen ja durchfahren. Das war jetzt schwierig, ne? Ich finde Ampel nicht gut. Die Schilder sollten eigentlich reichen. Meinst du, Schilder reichen, wenn wir Schilder machen? Pass mal auf, Schilder. Vorfahrtsstraße, Vorfahrtsstraße. Pass mal auf, wenn wir daraus eine Vorfahrtsstraße machen, wenn wir die 1, das ist eine Vorfahrtsstraße und die 2 ist auch eine Vorfahrtsstraße. 3 ist Vorfahrt achten. Und die 4 auch. Mal schauen, wie das läuft. Abknickende Vorfahrt haben wir jetzt hier. Ja, die halten sich extrem da dran. Ich sehe es. Ja, das funktioniert. Ja, das geht. Die wollen nämlich da rein. Das ist das Problem. Ach du Himmel. Soll das jetzt so einigermaßen funktionieren? Es könnte sein, dass sich der Stau sogar jetzt ein bisschen auflöst. Hier genau das gleiche Spielchen. So, und zwar
So. Machen wir das so rum. Wieder das gleiche Vorfahrtgeschichte. So rum. Passt doch. Ach, diese Verkehrsgeschichte. Also, oh. Gut, ich meine, ein klein bisschen Stau haben wir hier. Ganz dezent. Machen wir auch mal sowas, ne? Passt schon. Ne, warte mal. So, nochmal. Ach, Mist. So, ne? Zack. Ist wie gesagt nur im Herbst, Frankie. Genau, ist nur im Herbst so. So. Ach, hier, warte mal. Hier müssen wir auch noch. So rum. Zack. Und hier genauso. So rum. So. Jetzt sollte das wieder rollen. Wo klemmt das? Was ist denn hier los? Weil irgend so eine Flöte gemeint hat, der müsste da durchfahren. So. Alter, schreit das hier los? Ist ja nicht zu fassen. Mein lieber Freund. Ja, aber so ganz richtig hindern sie es nicht hier, ne? Kann das sein? Also irgendwie, das läuft noch nicht so ganz rund hier. Also irgendwie das mit dem Vorfahrt achten, das ist noch nicht so ganz... Leute, das habt ihr noch nicht raus. Das haut noch nicht so ganz hin. Das üben wir noch ein bisschen, okay? So. Überholverbot. Hier klemmt das überall, ne? Warte mal, wir haben noch irgendwo noch... Pass mal, haben wir nicht irgendwo... Schilder, wo waren die noch hin? Ja, wo waren die Schilder hin versteckt? Da. Oh, hier, da, guck mal an. Hier, Schilder, Schilder, Schilder. Überholverbot. Und zwar... Freund, das ist ja, ne? Also die wollen jetzt ja überall richtig, ne? So, versuche auf Ampel 3 Stopp. Die wollen ja auch da rein. Das ist das Problem. Die wollen ja auch da oben rein. Stau. Weißt du, wie ich sag's? Das ist ja enorm. Das ist auch die Abladestelle hier, ne? Die belastet ein bisschen. Kriege ich die Leute nicht irgendwie anders da weg? Gerade durch. Schwierig, schwierig, ne? Was schreibst du, Frankie? Die Zufahrtswege zu den Zielen ist immer zu kurz. Habe auch alles falsch gemacht. Ja, ja gut, ich meine, ne? Aus Fehlern lernt man. Und es ist schon. Was haben wir hier überhaupt? Irgendwie haben wir gar nichts. Pass mal auf, hier so, zack. Da kommen sie auch nie raus.
Warte mal. Nee, warte. Zack. Sekunde. So. Jetzt fängst du an, hier zu bauen? Bist du wahnsinnig? Warte mal, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das nehmen wir weg hier. Ja. Nein! Oh Gottes Willen, Gebäude nicht zerstören. So. Jetzt haben wir hier noch eine Straße drin. Oh Gott. Ja, da will ich auch keinen Ass hinfahren. Von daher ist das egal, ne? So, warte mal, was haben wir hier? Das ist ja verkehrt. Oh Gott. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4. Drei und zwei. Vorfahrt. Die eins ist Stoppschild. So. So passt es. Genau. Okay, wir haben es aufgelöst. Oh, wir sind gut. Wir haben es aufgelöst. Oh mein Gott. So, hier nochmal das gleiche, ne? Wie machen wir das denn am besten? So, pass mal auf die 2. Machen wir auch eine Vorfahrt raus. Und dann machen wir da Vorfahrt 8 raus. So, zack. Ach nee, warte. So. Ach, jedes Mal bestätigen. Das vergesse ich jedes Mal. Das vergesse ich jedes Mal. So. Was haben wir jetzt? September. Wir sind auch fast fertig, ne? So weit ist es ja nicht mehr hin. Schon wieder so eine ganze Latte. Wo kommen die alle her, sag mal? Von hier unten. Da ist eine ganze Menge, die da fahren. Da haben wir mit Einbahnstraßen versucht, das irgendwie zu regeln. So, das kann mir. Dass eine ganze Ladung jedes Mal kommt, ne? Soll das jetzt einigermaßen funktionieren? Ach, warte mal hier. Ich sehe schon wieder. Ja, ja. Mhm. Ich liebe das ja, ne? Alles andere geht den Bach runter, ne? Aber nein, das hier... Da quält sich mit ab hier mit dem Kram. Zufriedenheit der Bürger ist zu niedrig. Das war immer noch da oben. Ist Benzin im Verteilzentrum? Jo. Das ist da. Das ist vorhanden. Okay, auf jeden Fall kein Stau mehr. Das ist schon, ne? Das ist schon wesentlich besser jetzt. Sonst fahren die auch noch zum Tanken. Nee, wie gesagt, Verteilzentrum, die haben alle Benzin. Ich kann auch kurz gucken, weil es müsste eigentlich, die müssten alle Benzin haben. Nee, haben sie nicht. Warte mal. Haben sie nicht. Da kaufen wir Benzin ein. So. Haben sie nicht? Ach du Himmel, gar nicht drüber nachgedacht. Warte mal, das muss ich hier machen. Da. So. Stimmt, Frankie, gute, ne, guter Einwurf. Der ist mal nicht schlecht. Gar nicht drüber nachgedacht. Kaufen wir ruhig zu, das macht nichts. So, die haben nichts zu tun, aber trotzdem. So. Hier ist auch nochmal eins. Quatsch. Hier ist mein Fahrzeug kaufen, das ist auch Blödsinn. So. Hier nochmal schauen. So. Staustockender Verkehr.
Das ist nämlich das. Sie fahren zum Tanken jedes Mal. Die Ochsen. So, was haben wir hier? So, die hier muss ich ja auch nochmal. War das nicht automatisch mit angeschmissen? Ich weiß das gar nicht. $58.200, aber es ist schon weniger geworden jetzt. Jetzt ist der Sprung nicht mehr so riesig, den wir mal hatten. Nein, der Sprung ist kleiner geworden. Das war letztes Jahr, dieses Jahr. Ja, so einen kleinen, ne? So einen kleinen Hüpfer haben wir gehabt. Letztes Jahr. Wird natürlich anstehen, ne? So. Das hat sich wieder eingependelt. Das pendelt sich jetzt so langsam ein. Das müsste jetzt so langsam in Gange kommen. Zufriedenheit 82%. Nicht schlecht. Gesundheit der Bürger zu niedrig. Was? Oh mein Gott. Oh. Ach stimmt, hier fehlt uns noch was. Eine Kleinigkeit. Und zwar 68. 69. Ist die Geheimpolizei noch gar nicht rum gewesen? Da nicht? Da waren sie noch gar nicht. Jungs, wo seid ihr? Wir brauchen da ein bisschen Kameras und sowas, ne? Das nützt ja nun mal alles nichts. So, warte mal. Krankenhaus. Hatten wir hier oben gar kein Krankenhaus? Zufriedenheit der Bürger ist zu niedrig. Ich weiß. Da müssen wir, wie gesagt, wir sind dabei. Wir sind am Start, sozusagen, ne? So, warte mal. Pause. Krankenhaus. Wir müssen mal kurz gucken, ob wir Krankenhäuser irgendwo haben. Ressourcen. Da. Oh, direkt eins da vorne. Krankenhaus da. Krankenhaus ist vorhanden. Da könnt ihr auch hinkommen. Die fahren auch raus, zur Not. Das machen die. Da kennen die nichts. So, das ist noch in Arbeit. Es fehlt Beton. Es fehlt Beton. Damn, ich weiß nicht. Ganz viele Ghoulis hier, Alter. Mein lieber Freund. Eine ganze Menge. Warum ist hier so schlecht mit Bauen? Haben wir hier? Holt Beton. Wo ist der jetzt? Oh, ja. Ich meine, hier unten haben wir auch ein kleines Verkehrsproblem. Oh mein Gott. So, machen wir hier ein bisschen, ne? Ein bisschen verließender. Wäre schon cool. So, hier genauso. Ach du Himmel, wie machen wir das denn hier? Wo ist denn hier der Durchgang? Wo fahren die denn alle hin? Die fahren mir nach oben durch. Okay, warte mal. 3. So. Das ist denn. Quatsch, das war auch ein Durchfahrt. So. 1, 3, 2 ist denn auch ein. Machen wir so rum. Passt schon. 4. Stoppschild, ne? Weil wegen Parkplatz. So. Jetzt müsste es hier besser laufen. So. Warte mal. Nee, wenn auch speichern. Natürlich wenn auch speichern. Was soll. So. Jetzt aber. Ja, wir müssen uns mehr noch mit dem Verkehr. Wir müssen wirklich jede Kreuzung hier nochmal durchorgeln. Wo fahrt denn ihr hin? Ihr fahrt alle nach oben durch, ne? Dann müsste das eine Vorfahrtstraße sein. Und eins ist dann Vorfahrt achten. Abknickende Vorfahrt. Passt. So. Folgenlänge. Gute Idee. Ach Mensch, die Folge ist schon wieder durch. Meine Güte, wir haben schon wieder volles Rohr gezogen. Da sage ich doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wie gesagt, wenn es gefallen hat, morgen geht es weiter mit Workers and Resources, ne? Wenn ihr Lust habt, wenn ihr mögt. Bis dann. Ciao.